Hallo, 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 weil denkt, das wird Checks und Fitch mit dem normalen Let's Play. Willkommen dazu mit neuer Cam. Ich habe mir gedacht, YOLO, gönnst du dir mal was? Und ich glaube, die Quali sollte perfekt, phänomenal und super geil sein. Wenn nicht, dann nicht. Meine Cap natürlich auch, die Cam ist auch auf. Und wir starten durch von einer anderen Perspektive. Ich hoffe, das sieht auf jeden Fall so besser aus. Ich gucke jetzt da rein quasi, wo ich gerade aufnehme. Ich hoffe mal, das sollte so passen. Wenn nicht, tut's mir leid. So, wir starten aus Server 22. Ich habe drei Server mitgebracht. Drei Stück hier, drei. Drei Stück habe ich am Start und das ist hier verschwommen. Guck mal hier, verschwommen. Oh, klar, verschwommen. Oh, ist das cool. Sieh mal, wie lange Finger ich habe. Na, egal. So, Server 22 starten wir. Wo denn sonst? Ich habe übrigens keine Kosten gespart dafür und ich habe sehr viel Geld ausgegeben. Natürlich mein ganzes YouTube-Geld ist in dieser Cam drin. Nein, das ist was anderes. Leute, sehr kompliziert, wie das Ganze aufnehmen, aber ich wollte es mal umsetzen, so mal gucken. Es sieht auch gut aus. In der Vorschau sieht es sehr gut aus. Hallo! So, Zimmer 22 habe ich dabei zum Beispiel und ich habe da ja gespielt, wie gesagt, ich bin fleißig dabei, meine 300 Alu zu zocken auf jeden Zimmer. Das Vierfach-Event habe ich da auch grandios und super genial mitgespielt. Hab da auf jeden Fall einiges gerissen, das ging auf jeden Fall. Hab jetzt nicht geblättert für die Epics, eigentlich wollte ich da noch blättern, hab da nicht mehr dran gedacht, Server 35 kam da ein bisschen, ne, außen vor. Es kam ja jetzt so lange das Server 35 Tagebuch und ich hoffe nochmal, das war ganz akzeptabel. Es wird natürlich weitergeführt und ich hoffe mal, ich schaff's jetzt auch wieder täglich dies aufzunehmen. Den ganzen Weihnachtsstress mit der neuen Arbeit, wo ich da noch einige Sachen klären musste, war es nicht ganz so einfach, das Ganze umzusetzen und ich hoffe mal, jetzt passt es auf jeden Fall. Wenn nicht, wenn jetzt mal alle zwei Tage erstmal kommt, aber wir werden auf jeden Fall bald wieder täglich dieses Let's Play hier haben. Ich möchte ja gerne noch die 1000 Parts haben, von daher passt es auf jeden Fall. Oder vielleicht sogar noch mehr. 2000, 3000, wer weiß. So eine kleine kreative Pause, braucht jeder mal. Und wir gucken nochmal. So, Waffenzauberladen sehen wir hier mal gar nichts. Auf jeden Fall, okay. Also auf dem Klöchen, Popöchen war ich gerade eben. Wir schon mal kurz in der Gilde aus Server 22. Hier haben wir einen Kampf. Ja, ZWC ist nicht mehr Platz 1. Wir sind nur noch Platz 2. Wir sind nicht mehr die Besten. Seit Jahren waren wir Platz 1, sind wir nur noch Platz 2. Ist mir scheißegal, kann halt passieren. Und so ist das eben. So, was ist denn der Post los? Ich wurde sehr oft angegriffen. Hey du, kannst du bitte meinen Char bewerten wegen Dungeon und Skills vor allem? Ja, natürlich, weil du es bist. So, 84er SA, da geht auf jeden Fall mehr, mein junger Freund. Du bist der Magistrus von Pandora. Sehr schön, kenne ich doch die alte Gilde, unsere Wing-Gilde jetzt quasi. Ja, von dem Greifendrachen läuft es bei dir. Du fliegst auf jeden Fall. 84% SA ist auch nicht schlecht. Und du bist ein Intelligenzboy 1.6, 1.4. Ich würde dir empfehlen, ein bisschen mehr Ausdauer und Glück zu skillen, sonst passt es. 117 Dungeon-Etagen, 119 Turmetagen passt auch. Mach bitte weiter so, mein grüner Freund. Das ist alles in Ordnung. Sehr schön. Also die Post kann geleert werden hier. Wunderbar. Ist alles nur Angriffe meistens. Und ich würde sagen, ich habe sehr, 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 sehr viel Gold. Moment, bin ich im Level aufgestiegen? Natürlich. Ich bin Stufe 335 geworden. Alter Schwede, diese Unterschiede, ne? Wenn man sich jetzt Server 35 anschaut mit dem Gold, das ist einfach so ein krasser Unterschied. Und wir können skillen, wie wir möchten. Wir haben so viel zu skillen. 3,8, 3,5. Auf jeden Fall ein bisschen Ausdauer werde ich skillen. Ich werde alles in Ausdauer reinklatschen. Wieso? Weil jetzt kam ich denn, ich bin der Bob im Club. Ich werfe mit dem Fubis im Club. Wie viel ich skillen kann. Überleg mal, wie viel ein Skillpunkt kostet, wie viel ich skillen kann, Leute. Das ist unmenschlich. Oh, ist das genial. Da kann man halt ein Gold-Event zwischen und noch ein Gold-Event und das und dies und das und Ananas. Das passt so für Arena-Kampf gegen Time Bandit. Rang 14. Nur Rang 14, aber ist okay. Rang 14. Rang 14 erinnert mich immer an WoW. Von wegen Rang 14, ihr wisst Bescheid. Von früher bis Level 60 konnte man bis Rang 14 machen. PvP-mäßig erinnert mich immer daran. Und das sieht ein bisschen komisch aus von oben. Na, egal. So, weiter geht's auf Server 22 ab in den Dungeon. Das Dämonenportal habe ich eigentlich immer gemacht, so gut wie. Auch in der Let's Play-Pause. Habe ich eigentlich immer gemacht. Das passt auf jeden Fall. Mr. Rübezahl, mal kurz. Der Kollege hier. Ist er denn nun endlich drin? Natürlich nach dieser langen Zeit ein Glückserlebnis würde mir doch sehr gut tun. Ich glaube, ich würde mit großen Anreiz dieses Let's Play weiterführen. Aber man weiß es nicht. Man muss auf jeden Fall darauf achten, ob das was wird. Mr. Rübezahl, kommen Sie schon bitte, mein junger Freund. Mein junger Freund, Sie sind drin. Ich glaube an Sie. Mein junger Freund. Mein junger Freund. Mein junger Freund, Sie sind drin, aber mich darüber zahlen möchte nicht. Ja, sonst Themen eigentlich. Es war Weihnachten, ihr wisst Bescheid. Und Weihnachten bedeutet natürlich die Zeit des Fressens. Man frisst so viel wie nie zuvor und gönnt sich so viel Scheiße wie geht. Ich klopp mir da auch die ganze Scheiße rein und bin wieder rund, dick und fett geworden. Hab da locker wieder 2 Kilo zugenommen, aber die werden auf jeden Fall wieder runtergeklatscht. Vorher, wie gesagt, fürs nächste Jahr passt es auf jeden Fall. Man hat einige Vorsätze, ich auch. Vielleicht werde ich ihn da irgendwann mal, Entschuldigung, irgendwann mal auf jeden Fall in einem Video euch mal sagen, wenn ihr Interesse habt an die Vorsätze, die ich quasi fürs nächste Jahr habe. Ist ein bisschen privat, aber einige Dinge kann ich auf jeden Fall vorklatschen, beziehungsweise euch sagen. Wenn ich darüber jetzt halt möchte, nicht fallen.
Das sieht man übrigens, dass ich unrasiert bin. Ah. Ah, sieht man das in der kleinen Cam? Ah, ich glaube schon, das sollte man sehen. In der großen sieht es mal perfekt. Ich bin nicht rasiert. Entschuldigung. Ich bin behaart. Der Lars ist behaart. Ist nicht schön, wenn man behaart ist. Obwohl, Bart ist doch jetzt in, ne? So ein 3-Tage-Bart. Aber ist ein bisschen mehr schon wie ein 3-Tage-Bart. So, in der Post ist okay. In der Gilde ist auch okay. Da haben wir auch was gemacht. Okay, der Umsenser. Wir sind immer noch bei dem Umsenser, obwohl wir 2 Wochen Pause gemacht haben. Ihr seht, es ist doch sehr schleppend. Und ich habe nur ein Level gemacht, obwohl sehr lange XP-Event war. Schon wieder das XP-Event. Und ich habe immer die Randalu gespielt. Immer, wirklich immer. Richtig krass, Leute. So, meine Tränke. 15.12., 7.2., 28.12. 28.12. nur noch. Das ist nicht mehr ganz so lange. Wollen wir uns eben einen Trank des... Da ist er doch. Wunderbar. Hallöchen. Nice. Sehr schön. Kommen wir uns diesen Ausdauertrank... Oh, wir haben nicht genug Gold dafür. Ich habe zu viel gebracht. Alu ist durch übrigens. Wir können nochmal kurz versuchen. Ja gut, Mr. Rübezahl ist halt nur der Einzige. Ich denke dran, wir können ja ein paar Dungeons versuchen. Ups, ich habe ja keine mehr auf Server 22, weil ich habe ja schon meine 130. Okay. Dann gehen wir weiter auf Server Nummer 23. Dort blinkt auch die Post. Mal eben eine vorlesen. Weihnachten bei Shakes and Fidget, das ist auf jeden Fall Frage. Der Paddy, hab mal eine Frage, du hast ja so viele Server, wollte fragen, ob ich einen Server von dir haben kann. Lest die AGBs, man darf das nicht tun. Lest sie bitte, sie sind da oben links, nein, ist nicht legal, sowas zu machen. Und verkaufen ist auch legal, genauso wie kaufen ist auch legal. Übrigens hatte ich ein Random Epic, also nicht ein Random Epic, sondern ein Epic im Zauberland, und zwar dieses hier, 491. Was leider schlechter ist, aber nur für Gold. Nur für Gold, jetzt. Nice. Sehr gut, können wir auf jeden Fall in das Klöchen reinballern. Moment. Obwohl, ist egal, wir schmeißen ins Klöchen und schauen mal, was dabei rauskommt. Server 23 beim Stammtisch. Hallo Stammtisch. Der Herr Ritzel wird sich freuen. So, ein Level habe ich gemacht, 328 bin ich hier geworden, nur durch Alu, durch fast 2 XP-Events, vielleicht sogar 3, ich weiß es nicht. So, das ist für Intelligenz. Kundi, Krieger, 493, 491, nein, leider zu schlecht, weg damit, weg, 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 alles muss weg. Waffenladen ist nix, im Zauberladen nix, außer war 23, ich muss eben schnell meine Tränke abchecken, wie es da läuft. 4.1., 14.11., 31.12., 31.12. ist nicht mehr lange, aber 14.11., nächstes Jahr, nicht zu verwechseln, 14.11., nächstes Jahr, ja, und 4.1., das ist auch nächstes Jahr, das passt. Das ist okay, aber 14.11. ist schon krass. So, wir gehen mal auf die Gilde, gucken da mal eben, wie sieht es denn aus beim Stammtisch. Also, ich bin fleißig dabei, dem Stammtisch zu unterstützen. Das ist natürlich die Sache, die ich gerne mache. Was haben wir jetzt hier? 188, immer noch ein Bonus. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe 2-3 Tage, also 1-2 Tage mal nicht angegriffen auf Server 22 und 23 im Dämonenportal für die Gilde und Singleplayer-mäßig. Entschuldigung, dafür gebe ich mir auf jeden Fall selber eine Backpfeife, beziehungsweise ein... Not nice! Entschuldigung, wollte ich nicht. Das war nicht geplant, manchmal vergessen. Ja. Der Castor immer noch am Stizzles, fast Stufe 230 ist er ja schon. Was machen wir denn jetzt hier? Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall erstmal ins Dämonenportal. Wir sollten vorher skillen am besten. Mal schauen, was skillen wir denn? Intelligenz, auch Ausdauer. Ich habe auch hier ein bisschen Gold auf der Tasche, aber nur etwas. Fertig, wir haben es geschafft, sehr schön. Etwas dürfen wir skillen, wenn man sich überlegt, die sind halt sehr günstig. Oh, instant gewonnen hier noch, beziehungsweise locker flockig, kein Ding für uns. Rang 16, Wunderbärchen, ich greife ihm den ersten, damit ich ihn kurz verliere, gegen Ploink. So, Ploink, ich habe verloren. Glückwunsch dazu. So, wir halten so langsam mit auf jeden Fall. Was sind wir denn jetzt hier? Rang 13 ist auch okay. Nicht Rang 14, sondern Rang 13. Jan, der Hämmerer, steht vor der Tür, aber der hämmert schon, aber ich will nicht. Ich will noch nicht den Weg versperren, ein paar Prozent abziehen. Genauso wie den bequemen Bär. Der könnte vielleicht fallen mit etwas Glück. Hätten wir mal beim Epic-Gewänke... Oh, Mr. Bequemer Bär. Balu, mein Junge. Vor allem beim nächsten Epic-Gewänke werde ich etwas blättern und etwas durchdrehen. Mal looken, was das so am Stizzle ist, ob da was geht. Ja, Mr. Bequemer Bär, Mr. Bequemer Bär, Mr. Bequemer Bär. Mr. Bequemer Bär. Kommen Sie, Sie wollen es doch auch. Kommen Sie. Nein. Wenn ich übrigens nach da gucke, dahin, genau dahin, dann gucke ich gerade meinen zweiten Monitor an, Entschuldigung. Und der ist ein bisschen heller, ne? Da sieht man mich etwas besser vom Licht her. Meine Haare. Nein, ich bin kein eingebildeter Drecksack, sondern ein richtig eingebildeter Drecksack.
Den schaffen wir nicht, den bequemen Bär, obwohl der eigentlich drin ist. Pilze sind hier noch in Ordnung. Ich habe auch keine aufgeladen bei 20% Pilzaktionen. Zu Weihnachten, yay! We wish you a Merry Christmas. So, Gilde waren wir drin. Dungeon waren wir auch. Den Mondportal haben wir auch gemacht. Hier auch in der Gilde. Post habe ich gelehrt. Ihr könnt mir wieder Nachrichten schreiben. Ich möchte wieder auf jeden Fall einige vorlesen. Ich will mal da hingucken, dass die Cam noch gar nicht mehr da. Da. Ich glaube, wir werden wieder einige vorlesen. Deswegen könnt ihr auf jeden Fall wieder ein paar schreiben. Nachrichten. Und wir gucken mal auf Server 2 UK United Kingdom. Hier bin ich der Weihnachtsmann. Nein. Entschuldigung. Okay, da hat meine Kamera gerade komische Effekte gemacht. Geht's noch weiter? Ich hoffe schon. Neues Aufnahmeprogramm bei der Kamera. Egal. Passt noch. So, okay, wir sind wieder ab. Wir sind hoffentlich noch da. Wenn nicht. Ja, es läuft noch. Okay, okay, okay. Ich war gerade leicht verwirrt. So. Server 2 UK. Warum? Okay, wir sind gerade fertig mit der Alu. Was ist denn hier los? Warum sind wir denn noch nicht fertig mit der Alu? Ich bin gerade leicht verwirrt. Irgendwas annehmen wir auf jeden Fall. Können wir überspringen. Was haben wir denn hier für Quest? Gar nicht drauf geachtet. Es ist hier Erfahrungsevent, wie man sieht. 5 Minuten. Oh, die ist natürlich auch sehr krass. Die ist sehr krass. Für 2,30 gerne mitgenommen. Im Waffenladen, Zauberladen, passt alles. Lars, wieso kann man überspringen hier? Wenn man auf Server 2 UK immer überspringen kann. Rein damit, weg damit, weg damit, weg damit. Verzauberungen sollten passen. Das passt auf jeden Fall alles. Nein, wow, die Pudelmützen nicht verzaubert. Lars, der kleine Schmarotzer. In der Gilde blinkt es wieder. Ein Kampf gegen Dragonhelm. Ich hoffe, jetzt ist die Cam noch da. Ich habe voll Angst gerade, weil die Cam plötzlich irgendwas gemacht hat. So, ich meine, zum Kampf. Wir haben hier übrigens den ersten Boy weggeklatscht. Wir sind jetzt bei der faulen Krähe. Und ich habe ihn alleine fast besiegt, weil es werden nicht viele Prozente gemacht von den anderen, weil ich bin halt der Höchste, ne? 271, danach kommt 222 oder was? Oder 200, ja, 222 und 271. Bivor und ich, bei uns läuft es halt richtig auf dem Server. Tränke, 6.1., 30.3., 27.3., das passt auf jeden Fall. Mein Mount läuft gleich aus. Schnell verlängern. Und nochmal, warum? Weil wir es können. 50 Pilze weggenascht. Da läuft es noch. Die Post blinkt auch. Gilden intern, okay. Weihnachten ist auf jeden Fall, okay, das ist alles hier Gildenintern, ich lehr mal alles, weil die Nachrichten sehr alt sind. Könnt ihr aus Server 2 UK auch wieder gerne eine Nachricht reinposten, wenn ihr Bock habt. Wir greifen nochmal den Kollegen an, obwohl wir hätten eigentlich 82 sind wir schon. 96% ist an, da hüpft es wieder, da hüpft es beim Weihnachtsmann. Entschuldigung. So, was wollte ich machen? Ich wollte erstmal meine Begleiter skillen. Weil ich habe mindestens 2 Level gemacht. Ja, 271, 271. Ist doch alles schön. Und ich möchte gerne skillen. Und zwar 2, 3, 2, 3. Ja, so abwechselnd. Ich möchte gerne 50% wieder haben. Dankeschön. Ich hatte keine 50%. Warum hat der Lars denn keine 50%? Ich habe wieder sehr viel zu skillen. Wie gesagt, Gold-Event, Gold-Event, Gold-Event. Stärke und Ausdauer. Gerne gesehen, diese beiden Boys, die man skillt auch als Krieger. Natürlich als Krieger. Hauptattribut versuchen. Wir skillen so gerne, wir skillen alles, alter Schwede, mein Finger fällt gleich ab. Oh, ich bin wieder eingeschlafen. Mann, Mann, Mann. Oh, haben wir es geschafft. Sehr schön, bisschen geskillt hier, Nebenattribute darf man nie vergessen. Arena-Kampf gegen, upsala, jetzt habe ich einen Pilz ausgegeben, egal, Rang 82, passt schon. Die Alu wird weitergeklickt auf jeden Fall. Ich habe doch noch was, ich habe sogar noch ganz viel, ich dachte, ich wäre schon fertig hier. Ich habe noch 65 Alu zu spielen. Nehmen wir die auf jeden Fall. Sehr schön, läuft es. Und wir schauen nochmal kurz im Dämonenportal vorbei. Der habe ich nämlich jetzt, diesen Boy. Und der ist down. Ultra knapp läuft bei uns. Richtig geil. Und 1% mehr Leben als Krieger. Sehr geil. Mr. Roman. Ich habe viel geskillt, Mr. Roman. Mr. Roman? Mr. Roman? Mr. Roman? Roman möchte nicht. Dann noch kurz hier vorbeischauen. Und zwar im Türmchen. Da haben wir den wunderbaren Boy namens Sis. Ob der drin ist, weiß ich nicht. Der ist auf jeden Fall drin. Das ist sehr knapp. Da können wir den Turm mal hier ein bisschen dran arbeiten, dass wir ein bisschen Gegner wegklatschen hier. Der Weihnachtsmann Lars, übrigens mit diesem Bart, ist unterwegs und der Weihnachtsmann möchte gerne Geschenke verteilen. Und zwar möchte er gerne euch in die Eier treten. Ah, der will nicht. Warum nicht? Der ist drin. Der ist drin. Der ist sowas von drin, Leute. Knapper geht's nicht, knapper geht's nicht, knapper geht's nicht, knapper geht's nicht, knapper geht's nicht. Ja, ja, der ist drin, du scheißdreckiger irgendwas Mensch mit deinem ekligen, du scheiß Kobold. Ich fang dich, so wie Cartman, ich fang dich und will dich töten. Und zwar ganz langsam mit einem Dolch. Komm. Was? Warum ist es immer so knapp?
Leute, der will nicht. Jetzt lass ich ihn halt stehen. Beim nächsten Mal. Morgen. Morgen klatscht du ihn um, wenn morgen das Video kommt. Dann ist der down. Das verspreche ich euch jetzt. Bei diesem Video oder bei dieser Aufnahme, bei der nächsten Aufnahme wird er fallen zu 100%. So, Gildenbeschreibung läuft auf jeden Fall auch noch. Dann können wir nochmal, ja, der Roman ist auch nicht drin. Und dann würde ich mal sagen, haben wir eigentlich alles fertig, ne? Die drei Server dran, Alu durchgespielt, mal eben durchgezockt. Ich hoffe, ihr habt wieder Bock auf das normale Let's Play. Wenn ja, lasst es mich auf jeden Fall wissen mit einem Daumen nach oben. Denn ihr seid ein Haufen super nicer Voice. Ich verabschiede mich. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Und ciao, ciao. Tschüss. Ach ja, nicht zu vergessen. Nice.